Im vergangenen Jahr hat die Arbeiterkammer Braunau mehr als 5,7 Millionen Euro für seine Mitglieder erkämpft. Viele Arbeitnehmer waren mit arbeitsrechtlichen Verstößen und vorenthaltenen Pensions- und Pflegegeldansprüchen konfrontiert. Der Standort Andorf der alten Betreuungsschule übersiedelt in neue, generalsanierte Räumlichkeiten, um auch weiterhin in der Region Innviertel eine qualitätsvolle Pflegeausbildung anbieten zu können. Eine neue Ausstellung in der Alfred-Kubin-Galerie in Wernstein am Inn präsentiert Werke der Künstler Markus Jaurusch, Stefan Nützel, Gottfried Pammer und Daniel Friedemann-Fuchs. Das Stadtmuseum Schärding ist um eine neue Attraktion reicher. In einer neuen Sammlung werden über 1700 Münzen aus Schatzfunden ausgestellt. Zusätzlich zum Tagesbetreuungszentrum in Tummelsam eröffnet das Rote Kreuz Ried einen weiteren Standort in der Gemeinde St. Martin im Innkreis. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt aus Rotem Kreuz. Im Rahmen einer Veranstaltung des Ordensklinikum Innviertel besuchten die beiden Krankenhäuser Braunau und Ried das Fußball-Bundesligaspiel SV Gundmatik Ried gegen WAC. Die rund 180 Fußballfans aus den beiden Spitälern feuerten die Rieder Kicker mit voller Kraft an und sahen trotz torlosem Unentschieden ein spannendes Match.